drüber nachdenken ist nicht unbedingt sinnvoll. Die Nummer 9. 9, nein. Elf.
Nummer 12. Dreizehn.
steht so da. Da ist wohl ein Druckfehler am Ende von der 13. Studie. Okay, bringen wir es hinter uns mit der Studie 14, Etüde Nummer 4. Jetzt habe ich nicht gut geatmet. Passage zweimal geblasen, weil ich beim ersten Mal nicht ganz runter bin. Jetzt ist so ein bisschen Konzentrationssache, aber das ist nicht schlimm. Das kommt beim Üben auch mal vor. War ein langer Tag, es ist 7:15 abends. Das Schlimmste dieses ersten Volumens rum. Die meiste Arbeit ist getan. Jetzt kommt eher so ein bisschen das Vergnügen. Im Ernstfall sollte man ein bisschen längere Pausen machen, aber ich will es halt hier
heute mal relativ schnell durchziehen, denn die ganze Sache dauert ja auch so um die 40 Minuten oder so, weiß ich jetzt nicht, wann ich fertig bin. Und einfach mal zum Demonstrieren, so übt man als Trompeter, wenn man fleißig ist. Bin ich auch nicht immer, aber ein Leben lang war ich das wohl meistens dann schon. Jetzt kommt die Nummer 18. Natürlich brauche ich gegen Ende hin jetzt auch ein bisschen längere Pausen. Wie gesagt, ansonsten kann man dazwischen den einzelnen Übungen auch mal 30 Sekunden oder eine Minute Pause machen, wenn man möchte, auch 5 Minuten. Es ist erstmal eine Sache, dass man das überhaupt alles blasen kann. Die nächste ist, dass man es am Stück durchziehen kann, möglichst weit. Und da sind Pausen auch ganz legitim und in Ordnung. Die 19. Ne, die 18. Ich blase übrigens durchaus Forte. Das kann man auch leiser machen und alles ein bisschen ruhiger angehen. Ich mache es, um Kraft aufzubauen. Da habe ich auch andere Übungen zur Verfügung. Aber wenn ich jetzt Colin mache, um Kraft aufzubauen, dann blase ich ihn laut. Und wie man sieht, auch ziemlich schnell hintereinander weg. Man kann zum Beispiel bei jedem notierten Pausentakt tatsächlich diese 5 Sekunden Pause machen. Aber man will ja auch abends fertig werden. Das heißt nicht, dass es gut ist, ohne Pausen ständig weiter zu üben. Das ist kontraproduktiv, solange man es noch nicht besser kann. 19. Jetzt kommt die 20. Na, das war jetzt nicht so gut. Machen wir nochmal.
korrekter. Ja, das ist manchmal Konzentrationssache oder Sauerstoffmangel im Gehirn, wobei ich da nicht so großen Wert drauf lege. Es kann sein, dass da bei mir gar nichts da ist, wo Sauerstoff hinkommen kann. Ich bin ja schließlich Trompeter, ihr kennt das Problem. So, ich glaube, mit der 21 endet der erste Teil. Sehe ich das richtig? Ja, dann machen wir noch die 21. Dann kommt Abendessen und wenn ich dann noch Lust habe, dann übe ich noch mal den ersten Satz Heiden. Das geht durchaus, wenn man Pausen macht. Man sollte, das ist auch ein sehr wichtiger Rat, durchaus auch mal eine Pause einschieben, aber danach durchaus, wenn man sich nicht verletzt hat, was passieren kann, wenn man nicht klug übt, aber wenn man sich nicht verletzt hat, sollte man nach Pausen auch mal weiter üben. Unter Umständen mit Lockerungsübungen, die den vielleicht ein bisschen angespannten Ansatz nach solchen Sachen wie Colin wieder ein bisschen entspannen und dann geht es weiter. Also, wenn man es nur schafft, täglich 1, 2 Stunden zu üben, ist danach platt, dann hat es verschiedene Ursachen. Sofern der Ansatz insgesamt nicht total daneben ist, liegt es manchmal einfach an der Übetechnik, wie man übt und was man so macht, um seinen Ansatz voranzutreiben. So, die 21. Was das Tempo der Noten anbetrifft, darf man im Laufe der Zeit ein bisschen freier sein. Anfangs sollte man rhythmisch üben, damit man weiß, dass man auch alle Noten geblasen hat, die da stehen. Mir geht es jetzt auch darum, oben ein bisschen Tempo zu machen, die Zunge schön fließen und laufen zu lassen. Wenn da mal eine Bindung mehr kommt, ist das ja nicht schlimm. Hätte fast die Luft nicht gereicht, weil ich jetzt auch sehr laut blase. Und je tiefer eine Übung ist, desto mehr braucht sie natürlich auch Luft. Also für den letzten Gang nochmal tief atmen.
Okay, das war nicht der beste Durchgang meines Lebens, aber auch nicht der schlechteste. Kleiner Tipp noch, das war jetzt nur Volume 1. Das Buch hat drei Volumes und ein Tag hat drei Tageszeiten, morgens, mittags, abends. Man kann das ruhig auch mal an einem Tag komplett spielen. Schadet nicht, wenn man alles so macht, dass man sich hier nicht wehtut. Ja, liebe Freunde des gepflegten Trompetenspiels, das war jetzt so eine Schnellrunde. Ich hatte mir immer mal vorgenommen, ein Video zu machen, wo ich mal zeige, wie ich ja jetzt so eine knappe Dreiviertelstunde am Stück übe, ohne dass ich das Video schneide, damit man sieht, ja, so übt jemand, der viel Trompete übt, lange durchhält, vergleichsweise guten Ansatz hat. Ich denke, das darf ich von mir sagen. Und auch in Konzerten, wenn es darauf ankommt, kommt durchaus eine hohe Ausdauer, egal ob auf der großen Trompete oder auch auf der kleinen. Auch auf der Piccolo-Trompete übe ich ähnliche Sachen, Colin nicht, aber den kompletten Clark, soweit er mir von der Höhe her verfügbar ist, sagen wir mal die ersten fünf Clark-Übungen, diese fünf Reihen von Übungen. Da mache ich mich schon dran und die blase ich halt bis zum Anschlag. Das ist für mich dann sogar eine Lockerungsübung, weil für Kraft übe ich mit der Piccolo auch etwas anderes. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht mehr hier erzählen. Es ist fast eine Dreiviertelstunde rum. Ich denke, ihr werdet viel vorgespult haben, was ja legitim ist. Man muss sich ja diesen Quatsch wirklich nicht von jemand anderem dann noch komplett anhören. Aber egal, wohin ihr zurückspult, ich habe nichts übersprungen. Im Gegenteil, die Übung 5 habe ich sogar zweimal geblasen. Ciao, ciao.